10 Fragen an 13-Jährige und ein 12-Jährige, das wunderschön aussieht. Haram ist das, Haram. Nice, nice meet you, stop it up, bitch. Leute, es gibt eine Regel, okay? Bitte nicht in das Display da schauen. Das ist einfach Regel? Regel, YouTube? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu 10 Fragen an 2 Kinder Teil 18. Es ist schon wieder einige Monate her, dass wir den letzten Teil gedreht haben. Es läuft folgendermaßen ab. Den Kindern werden 10 Fragen gestellt, gemischt aus Wissensfragen und Fragen über ihr Leben. Die müssen sie beantworten. Und wenn sie, sagen wir mal, 7 aus 10 beantworten, dann kriegen sie so eine Art Belohnung. Heute haben wir auch eine Premiere. Sowas hat es noch nie gegeben. Aber ich erzähle euch gleich, was es ist. Zuerst einmal müssen wir mal die Einleitung fertig machen. Es kommt als erstes immer Sano rein, unser Dauergast. Sie ist eigentlich kein Gast mehr. Ihr gehört das Haus. Komm rein. Hallo Freunde. Ja, hallo Sano. Wie geht's, wie steht's? Ihr kennt Sano, ich glaube Sano muss ich nicht vorstellen, das ist so ein... Das ist dieses Mädchen, das sogar Biene reitet. Ja, jetzt kommen wir heute zum Gast. Es ist zum ersten Mal ein Typ, das ist die Premiere. Zum allerersten Mal hat es ein Junge hierher geschafft, bei 10 Fragen. Wir bitten Armin herein. Armin, komm bitte. Mein lieber Freund! Hallo Armin. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Warum lachst du? Wie fühlt es sich an, der erste Junge zu sein bei 10 Fragen? Irgendwie das Gefühl, als würde man gleich glauben, ich war schwul. Was? Wie läuft dein Leben so? Ich meine, die Leute kennen... Ich habe dich auch gefragt, wie es dir geht, oder? Ja, mein Leben läuft scheiße. Ja, das wollte ich dich auch noch fragen. Wegen Schule. Ich habe euch auf Instagram und Snapchat darum gebeten, mir Fragen zu schicken für diese Episode. Ihr habt 3 Joker, ihr dürft dieses Mal nur Leute anrufen, weil wir hier niemanden da haben, okay? Wenn ihr 7 aus 10 schafft, was wollt ihr haben? Ich war heute mit euch schon im Kino, das dürft ihr nicht vergessen. Aber ja, ich habe schon meine Sache bekommen. Was wollt ihr bekommen? Also ihr müsst doch nichts bekommen, okay? Aber ich will was bekommen. Ich will nichts. Ein Tag tanzen und zwar am Freitag, am Samstag. Nein, das machen wir aber nicht als Belohnung. Das dauert 60 Jahre. Sag mal was. Da bin ich schon alt. Wir drehen es, wenn du alt bist. Du bist ja immer noch meine Schwester. Ja, aber... Da wäre Sana 72 und Alibaba... Du bist tot. Jetzt 24, oder? Sana, ich wäre nicht tot. Wir fangen an mit den Fragen. Die erste Frage, die wird nicht mal gestellt. Ich sag's euch nur, es war eine witzige Frage, die gekommen ist. Ich habe nicht auf Instagram gesagt, dass wir es mit Armin drehen. Ich habe gesagt, mit einem Jungen. Ich glaube, die meisten haben schon geahnt, dass es Armin sein wird, das haben auch einige geschrieben. Es kam die Frage rein und ich finde das eigentlich witzig. Ich glaube, du hast den Humor dafür. Okay. Jemand hat gefragt, wer von euch hat die schöneren Haare? Ist eh klar. Sie noch Arschhaare? Obwohl, nee, die haben auch nicht. Ich wollte nur diese Frage vorgelesen haben. Ich hoffe, dein Humor bleibt auch so, Armin. Ja. Ja, natürlich meine. Ja. Dann stelle ich die erste Frage. Nennt mir die 8 Planeten, die man in der Schule so lernt. Warte, meinst du jetzt wie die Erde? So Erde oder hey, was? Ein Planet, ja. Ja. Mars? Ja. Jupiter? Ja. Ich weiß ganz leicht, davon gibt es auch ein Geschäft. Penny? Nein. Jupiter? Nein, Saturn. Okay, wir haben 3 Planeten, es fehlen noch 5. Geht die Erde, geht auch? Ja. Okay, Erde natürlich. Ja. Oder Pluto. Ich wollte kein Video machen, sag ich nicht. Warte, Mars ist doch dieses, wo es rot und heiß ist, oder? Heiß weiß ich gar nicht, aber rot ja. Ja, heiß okay. Ist es glaube ich schon da. Okay. Haben wir den Merkur schon? Nein, das ist auch ein Geschäft. Merkur? Ja. Die Sonne ist kein Planet, ist halt das Problem. Nein, die Sonne ist ein Stern. Venus habt ihr nicht gesagt? Ja. Scheiße! Ja. Mann. Oh mein Gott. Uranus? Okay, darauf wäre ich nie gekommen. Uranus, okay. Neptun. Rest ja, habt ihr gesagt. Neptun, oh mein Gott, das ist der König der Meere, als ob. Ja, und Rest habt ihr eigentlich gesagt. Aber das zählt doch auch. Das zählt, die Frage zählt. Gratulation. Mashallah. Okay, mashallah. Dann gehen wir rüber zur zweiten Frage. Was würdet ihr eurem 8-jährigen Ich sagen, wenn ihr jetzt zurückgehen könntet und ihm oder ihr einen Tipp geben könntet fürs Leben? Weil ihr habt ja jetzt so viel Lebenserfahrung. Welchen Tipp würdet ihr diesem 8-jährigen kleinen Scheißkopf auf den Weg geben? Versteht ihr die Frage? Ja, ich weiß, was ich sagen würde. Schritt für Schritt. Weil Schritt
Kindergarten vorbei, ah, okay, das ist schon längst. Kindergarten vorbei, Schule, Matura, Haus, alles. Es geht Schritt für Schritt. Das hier. Und was soll ein 8-jähriges Kind da verstehen, wenn du sagst Schritt für Schritt? Ich erkläre es. Oder? Aber ich meine so einen Tipp geben. Etwas, was du in die letzten Jahre gelernt hast, was du lieber gewusst hättest im Vorhinein. Du bist Ziel ein Kind. Erreichen. Okay. Das Leben. Denk jemand an das Leben. Okay, Schritt für Schritt, Leute. Das, was ich gesagt hätte, ja. Ich hätte gesagt, pass auf deine Haare, Kindermongo. Ich habe meine Haare seit 2 Jahren oder 3 Jahren verloren. Sie kommen aber wieder, Armin. Sie kommen wieder, okay? Ich sag's dir. Sie kommen wieder. Vielleicht mit 14 oder mit 15. Aber gibst du, es ist schon angenehm, ein Glatzkopf zu sein. Warte, eine Sache, okay? Das habe ich erst später bemerkt, als ich dann Glatze hatte. Sobald ich duschen gehe, ist das Wasser wie so ein Strahl. Das kommt sich hier drauf, okay? Oh mein Gott. Und spritzt auf die Seite. Das war die zweite Frage, Leute. Sehr coole Antworten. Jeder geht mit seinen Sachen so um, wie er möchte. Schritt für Schritt. Welcher ist der größte Kontinent? Kontinent? Ja. Scheiße. Ist das nicht China? Korea? Das ist kein Kontinent, das ist ein Land. Okay. Warte, stell die Frage nochmal. Welcher ist der größte Kontinent? Also, für alles? Ja. Also... Was meinst du? Es gibt 7 Stück, wenn ich mich nicht irre. Ich rate einfach. Tokio? Nein, das ist Hauptstadt von China oder Konfun. Konfun? Kung-Fu? Wolltest du gerade Kung-Fu sagen? Nein, China. Welcher ist der größte Kontinent? Europa! Nein, ihr habt noch einen Versuch. Was? Ich rate einfach nach Ungarn. Und nee, vorbei. Nein! Wer hat schon geraten, es ist vorbei. Es wäre Asien gewesen. Was? Ja, Asien? Was? Ist nicht Europa das größte? Nein, Asien. Afghanistan, wir sind aus Asien. Ja, was? Ja, wir sind aus Asien. Also. Wir sind Asiaten, ja, natürlich. Ja, wusstest du nicht? Was Nein! Was sagst du, wo wir herkommen? Afghanistan! Ja, Afghanistan liegt in Asien. Dann ja. Ist es Italien, Österreich, was? Nein, in Afghanistan gibt es hin und wieder schlechte Luft, ja. Aber nicht ja, in ganz Asien. Ja, dann bekommt man Durchfall. Sano, was? Zum tausendsten Mal, du kriegst nicht durch die Luft Durchfall. Das verstehe ich auch nicht. Wie soll man wegen Luft Durchfall kriegen? Ja. Was? Okay, perfekt. Also. Du hast dich gerade so nach vorne geduckt, bitte. Ja. Also, ihr habt jetzt 2 Fragen aus 3 richtig beantwortet. Wir gehen rüber zur 4. Frage. Was würdet ihr als erstes tun, wenn ihr 18 werdet? Also, wenn ich 18 wäre, wenn das erste, was ich machen würde, wirklich das erste im Führerschein. Bar? Shisha-Bar? Shisha-Bar? Mm. Shisha-Bar? Oh mein Gott. Ich weiß, was ich wirklich mit 18 machen würde. Was aber das mit gleich ein Haus kaufen. Was? So ein richtiges Haus. Ich wünsche mir schon die ganze Zeit so ein richtiges Haus. Dann spare ich schon mehr. Frage Nummer 5 lautet, und es ist wieder eine Wissensfrage. Wie viel wiegt im Durchschnitt eine Wolke? Dein Ernst? 0,001 Gramm? Nein. Warte, weißt du's? Nein, oh mein Gott. Wo soll wir das wissen? Du bist ja der Studierende. Okay, dann stelle ich eine Ersatzfrage. Okay. Ja, bitte. Ab wann ist man kein Kind mehr? Ist ja klar, mit 13, man merkt das. Ab 16 zählt man als richtiger Mann, sozusagen. Mit Teenager ist es so, es beginnt mit 13, weil meine Englischlehrerin gesagt hat, 12, nein, wie geht das nochmal? Ach so, weil man Teenager ist, wegen Teen. Das heißt, du meinst, ab 13 ist man kein Kind mehr. Man ist ein Kind. Bis 5 Monate. Du bist ein Kind. Auch in 5 Monaten, wenn du 13 wirst, Sano, du bleibst ein Kind. Ich sage ganz ehrlich, man ist immer ein Kind. Bist du ein Kind? Nein. Ja, das ist ein Mann. Nur ein Mensch, der für immer ein Kind bleibt, bleibt ein Mensch. Also ein glücklicher Mensch. Okay, das war ein toller Spruch. Das war wirklich ein toller Spruch. Du kannst nicht mal dein Zimmer aufbauen, aber das kannst du dir machen. Frage Nummer 6. Ihr seid Direktor an eurer Schule für einen Tag. Ihr werdet plötzlich Direktor. Okay, du bist Direktor, du bist Direktorin. Was würdet ihr so ändern? Es gibt sogar 2 Sachen, was ich ändern könnte. Was? Als erstes, man darf laufen. Man darf laufen. Okay. Wenn man auch laufen kann. Da gibt es Kinder, die laufen so, als hätten sie sich 3-mal das gleiche Bein verstaucht. Wie meinst du das? Du meinst, man soll nur laufen, wenn man laufen kann? Wenn man richtig laufen kann, da gibt's bei mir zum Beispiel in der Schule, gibt's ein Kind, es sagt, tut sich in einer Woche, okay, in einer Woche 3-mal verletzen. Alles klar, und du? 20 Minuten Pause verlängern. Ja, würde ich auch sagen. Auf wie lange? Halbe Stunde? Man kann die Sachen vorbereiten, man kann in Ruhe Geschäfte machen, spazieren gehen, sowas, Luft, also im Fenster gehen und
Gartenzaun, keine Ahnung, was Dummes. Warte, ich habe das ganz vergessen. Danke, dass du mich erinnerst. Hast du gerade gefurzt? Ja. Warum hast du dich nach vorne gebückt? Was war das? Nein. Das, ey, ich schwöre, das mache ich immer, wenn ich furze. Das war eins. Ja. Okay. Und da kommt sie auch immer so ein Gerücht. Junge, Junge, Junge. Oh, Sahad Nuri. Hallo. 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 Siehst du aus, als nimmt meine Jacke immer weg. Du hast Sahad Jacke? Ja. Jetzt spiele ich dasselbe Spielchen mit dir, wie du mit mir. Wir drehen heute das Video 10 Gründe, warum ich Sahar hasse. Ich bin gerade mit meinen 10 Gründen durch. Jetzt kommt Armin und Sama kommt dann. Ja, ich habe so viele Gründe. Ich habe so viele Gründe. Kannst du bitte gehen? Nein, ich höre zu. Okay, dann kannst du hier hinten stehen und bei der 7. Frage zuhören. Nennt mir 2 Eigenschaften, die die Pubertät mit sich bringt. Ganz leicht. Ja. Das erste Mal Stimmbruch und da kommt noch, also die Pubertät, also man bekommt Pickel. Okay, und du? Geht es eigentlich? Ja. Okay. Tage, ja. Ja, Tage. Ja, okay, weiter. Das. Was? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Sie sagt Tage und Tampon. Ja, ja, aber das zählt. Das ist das, was du verwendest für die Tage. Sanon, kannst du bitte nicht sitzen, als würdest du scheißen in Afghanistan? Was? Was ist der zweite Punkt? Schön. Weil ein Mädchen will immer schön sein, wenn sie ein Date hat. Also, alle Mädchen werden schöner und alle Jungs werden hässlicher. Armin, aha. Check. Wir haben es gut getroffen. Ja. Wir kommen zu Frage Nummer 8. Ihr bekommt 1 Million Euro. Was macht ihr damit? Ist eh klar. Ich gebe es für meine Familie. Da will ich 400.000 einfach gleich meiner Familie geben. Das eine geht an meine Mutter, meinen Vater. Ja. Und dann wieder 100.000 nur für meinen Bruder. Okay, und 500.000 bleiben bei dir? 500.000 bleiben bei mir. Was machst du damit? Mit 500.000 will ich zuerst mal meine Wohnung machen. Okay. Was ich feuern wollte. Oh mein Gott, tut mir leid. Ich gebe das Geld und da bleibe ich für immer und ewig. Also die Wohnung. Also ich werde bei euch wohnen für immer. Und das können wir alle teilen. Essen, Klamotten, shoppen gehen, alles. Keine Ahnung, die wichtigsten Sachen, Unterwäsche, alles. Also du würdest das ganze Geld mit deiner Familie teilen und mit ihnen leben. Ja. Sano, danke. Ich bin dein bester Bruder. Vergiss mich nicht, okay? Leg die Jacke dorthin. Sar hat gerade gekackt. Sie spült. Nein, okay. Wir haben es gehört. 9. Frage. Und jetzt sind wir bei einer Frage, die schon mal kam. Was ist der Sinn des Lebens? Also, warum wacht man morgens auf und geht dann irgendwo hin? Was ist der Grund? Warum sollten wir das machen? Weil es uns Spaß macht. Ja. Und wir haben noch Zeit. Also ich meinte mit Zeit, dass wir das Leben genießen sollen. Leben genießen ist schon ein guter Ansatz. Aber stellt euch einfach vor, es gibt Erwachsene, die sich die Frage stellen, warum wache ich morgens auf eigentlich? Wegen Schule. Ja? Ja. Okay. Also wenn es keine Schule geben würde, würdest du jeden Tag nur durchschlafen. Was ist der Sinn des Lebens? Das Leben ist eine Prüfung. Perfekt. Tschö. Ciao. Tschö. Okay, also mach das Licht an, mach das Licht an. Okay, also Armin, was... Sag! Der Sinn des Lebens ist, dass alles ein Anfang und ein Ende hat. Okay, du meinst, es ist nur schön, wenn es auch endet. Ja. Genau bei Squid Games. Oh mein Gott. Was? Die letzte Frage lautet, wie wollt ihr später mal eure Kinder nennen? Also wenn ich 2 Kinder habe, ein Junge und ein Mädchen, nehme ich dieses Mädchen. Also dieses Mädchen nenne ich dann Lilly und der Junge... Armin. Ich nehme mein Kind Caillou. Stell dir vor, das wäre so ein richtiger kleiner Caillou. Ein richtiger kleiner Geil. Ich glaube, dass ich auch Lilly genommen hätte. Wieso Lilly? Der Mädchenname Lilly ist dermaßen geil. Ich finde es wirklich, dass der, meiner Meinung nach, ist der coolste Name für ein Mädchen Lilly. Es gibt keinen geilen und cooleren Namen. Gibt es in deiner Schule ein Mädchen namens Lilly? Nein, es gibt kein Mädchen, das wirklich Lilly heißt. Okay. Aus irgendeiner Serie? Nein, auch nicht aus einer Serie. Bei den Nachbarn? Aha, eine Nachbarin. Nein, auch keine Nachbarin.
Das waren die 10 Fragen. Es war cool, mit euch das Video zu drehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es kommen jetzt regelmäßig Videos. Ja. Armin, danke, dass du dabei warst. Du bist der größte Ehrenmann. Danke, dass ich dabei sein durfte. Oh, diese Worte, die aus deinem Mund kommen, sind immer ehrenvoller. Das ist krank. Danke. Die Kinder kriegen jetzt Snacks. Also Sano kriegt Snacks, Armin kriegt auch was, wenn er will. Lass einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nicht zu verpassen. Das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista.